Yes, so gut. Was für eine Begrüßung. Ich hatte nicht gewusst, dass es so einen Clip über mich gibt, aber immer schön zu sehen und zu hören. Wir sind in dieser Summer Celebrations drin. Ihr seht, das F12 ist wunderschön dekoriert worden. Geben wir doch denen mal einen Applaus, die das dekoriert haben. Genau. Wir sind nicht nur in diesem ganzen Setting, in dieser Sommerserie drin, sondern wir sind eben auch mit unseren Messages, mit unseren Themen in der Sommerserie drin, wo wir verschiedene Speakers werden hören, die Open Topic haben, die Themen werden bringen, die sie von ihrem Herz dürfen erzählen. Und ich habe mich heute für das Thema entschieden, Gott versorgt. Und den Ausdruck kennen vielleicht schon verschiedene Leute von euch oder wahrscheinlich hat der eine oder andere den Ausdruck auch schon mal gebraucht. Ja, Gott versorgt. Oder vielleicht hast du den Ausdruck oder den Namen Gott Versorger ist ja auch ein Name. Vielleicht hast du den auch schon mal irgendjemandem zugesprochen in einer Situation. Hey, weisst du es, Gott versorgt dich oder Gott schaut dir schon oder vielleicht eben auch Gott seht dich, vertraue einfach auf Gott in dieser Situation. Wer kennt den Ausdruck, wer hat den vielleicht auch schon mal gebraucht in seinem Leben, auch zum anderen ermutigen oder vielleicht auch für einen selber, ja, die einen oder die anderen. Vielleicht hast du auch schon mal so einen Ausdruck gehört oder jemand hat dir gesagt, ja, hey, Gott ist einfach dein Versorger, musst dir keine Gedanken machen und du hast dir so gedacht, hey, was soll ich eigentlich jetzt überhaupt mit dem anfangen in dieser Situation, wo du drin bist? Heute, was ich heute mit dir machen möchte, ist dieser Bedeutung auf einen Punkt gehen. Gott, der Versorger. Von wo kommt dieser Name? Was steckt da für eine Geschichte dahinter? Und ich möchte dich einladen, jetzt mit mir zusammen am Anfang zu beten, weil ich kann zu dir reden an diesem heutigen Morgen. Ich kann dir Sachen erzählen aus der Bibel, dir Wahrheit um die Ohren klepfen. Aber wenn du nicht offen bist, wenn du nicht ready bist in deinem Herzen, und das hatte ich vorhin das Gefühl gehabt, hey, dass wir uns aus Chile jetzt zusammen Jesus öffnen, dass er in unser Leben hineinreden kann. Ist gut, seid ihr ready? Come on. Also, Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du da bist. Dass du ein Gott bist, der uns begegnen will. Dass du ein Gott bist, der jeder hier innen sieht, Herr. Und es ist kein einziger. Es ist nicht irgendwie aus Zufall da oder ich so da reingestogelt. Sondern du hast Menschen hierher gerufen. Ich danke dir für alle, die da sind. Ich danke dir, dass du die Message brauchst. Und dass du kannst reden an diesem heutigen Morgen. Amen. Ich habe dir einen Satz mitgebracht zum Einstieg von meiner Message zum Thema eben Gott versorgt. Ich lese dir den mal vor. Sich nicht zu sorgen bedeutet, seine eigenen Vorstellungen vom Leben wegzuwerfen, sich nach Gottes Plan zu sehnen und darauf zu vertrauen, dass Gott gut ist. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, was sagt der Satz oder von wo kommt der Satz? Das ist meine persönliche Definition, wo ich mich in diesem Thema drinnen umgewälzt habe, wo ich mich mit dem auseinandergesetzt habe. Das ist meine Definition von, dass Gott ein Versorger ist oder was ich darunter verstehe, dass Gott in meinem Leben mich eben wird versorgen. Und dazu möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar war einmal ein Ehepaar und die haben von Gott ein Versprechen bekommen, dass sie eines Tages viele Kinder werden haben. Und so hat das Ehepaar gesagt, also gut, let's go, wir haben das Versprechen, die Vision bekommen von vielen Kindern, machen wir mal ein paar Kinder. Wie, werde ich dir jetzt nicht erzählen, ich glaube, die meisten von Ihnen wissen, wie das geht, wenn man Kinder bekommen will. Und dann haben die zwei das versucht und sie haben es verzweifelt probiert, aber es ist einfach nicht gegangen. Sie haben keine Kinder können bekommen. Und in dieser Verzweiflung hat sich dann der Mann mal so überlegt, ja, also gut, hey, wenn es ja mit meiner Frau nicht klappt, ist es so 50-50, dass es halt vielleicht mit einer anderen klappt, weil Gott hat mir ja schließlich das Versprechen gegeben. Und hat gesagt, hey, also komm, wir probieren es halt mal mit einer anderen, mal schauen, ob ich dort oder ein Kind bekomme. Und er hat sich das gedacht, hat das gemacht, in dieser vollen Verzweiflung, wo er das Versprechen wollte wahr werden, wo ihm Gott gegeben hat. Und das Krasse war ja, in dem Moment, wo er das macht, nachher sich mit einer anderen Frau zusammen schlaft und die nachher ein Kind bekommen,
hat er nicht nur seine Frau betrogen, sondern er hat eigentlich auch Gott hintergangen, wo er nicht darauf vertraut hat, auf das Versprechen, das ihm Gott für ihn und für seine Frau gegeben hat. Also die andere Frau hat dann ein Kind bekommen, einen Sohn bekommen und kurz darauf bekommt dann auch seine Ehefrau ein paar Jahre später einen Sohn und sie nennen ihn Isaac. Jetzt wisst ihr vielleicht, bei welcher Geschichte das wir sind. Wir sind im Alten Testament, Abraham und Sarah. Und die Geschichte ist ja hier nicht fertig. Abraham hat jetzt einen Sohn bekommen, Abraham und Sarah. Und er sagt ihm Gott ja wirklich, hey, jetzt nimm du den Sohn, den du so lieb hast, und gib du den mir zurück als ein Brandopfer. Und er liest schon die Geschichte in der Bibel und du denkst vielleicht so, hey, Gott, geht's noch? Stopp. Bist du sicher, dass du das jetzt wirklich machen willst? Also zuerst gibst du ihnen ein Versprechen, dann wartest du irgendwie 20 Jahre lang, bis mal irgendetwas auf die Welt kommt, bis sie mal einen Sohn haben kann. Und nachher kaum ist er irgendwie 8 oder 10, keine Ahnung, wie alt er ist, forderst du den Sohn wieder zurück. Was ist das für einen Gott? Gott, was machst du da? Und die Geschichte geht ja immer noch weiter. Wir wissen nachher, dass Abraham dem gehorsam war, ist, was ihm Gott gesagt hat. Er nimmt seine zwei Knechte, er nimmt den Esel mit, den er mit Holz bepackt, nimmt seinen Sohn mit und sie laufen zu einem Hügel her. Und irgendwann sagt er zu seinen zwei Dienern, sagt er, hey, wisst ihr was, bleibt ihr hier? Jetzt ist der Moment, wo ich mit meinem Sohn weitergehe, um Gott zu opfern. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn du älter bist, weißt du, das oder kannst du dir vielleicht vorstellen, wie sich das muss angefühlt haben für Abraham? Und er geht dann tatsächlich auf den Hügel, nimmt ein paar Holzscheitli, fährt den Brandopferaltar auf vorbereiten, legt Scheit für Scheit drauf und denkt sich, hey, ja Gott, ja, irgendwie, du hast mir ja das gesagt, ich glaube, dein Plan ist gut, aber muss ich das jetzt wirklich machen? Er fährt das auf vorbereiten und in mir innen wahrscheinlich ein riesen Aufgewühl von Emotionen und von Gefühlen, von dem Moment, der ihm jetzt bevorsteht. Und der ist er bei diesem Altar, Brandopferaltar, und er holt seinen Sohn, nimmt ihn her. Das ist nur hier so sinnbildlich illustriert. Gell? Sein Sohn war wahrscheinlich grösser mit 10 als hier. Und er nimmt seinen Sohn, legt ihn drauf, nimmt das Messer, holt aus und im letzten Moment schreit der Engel, stopp! Du musst deinen Sohn nicht opfern. Weil du bist gehorsam gsi. Was für eine krasse Geschichte aus der Bibel. Wer weiss, was der Abraham echt näher gemacht hat? Die Geschichte geht immer noch weiter. Erst jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich eigentlich für meine Message drauf raus will. Der Abraham gibt dem Namen, dem Hügel, dem Ort gibt er einen Namen und er nennt ihn Yahweh Jire. Kannst du mal das Bild einblenden? Yahweh Jire. Und weißt du, was das bedeutet? Das steht hier bei mir auf dem T-Shirt, gell? Und es gibt einen Worship-Song, wo das heisst, Jireh, you are enough. Aber ich glaube, dass wir müssen uns bewusst werden, ey, was steckt für eine Geschichte dahinter? Und weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, Yahweh Jire bedeutet, Gott sieht und Gott sorgt vor. Was für eine krasse Geschichte. Hast du es gewusst, dass die Bedeutung von diesem Namen gibt Abraham dem Ort, wo er seinen Sohn opfern musste? Musst du dir das mal vorstellen? Und er sagt, hey Gott, du hast mich gesehen. Du hast mich gesehen und du hast vorgesorgt, dass ich es nicht machen muss. Dass ich nicht meinen Sohn opfern muss. Deine Pläne sind gut. Du bist ein Versorger. Gott, du siehst mich. Was für eine krasse Geschichte steht hinter dieser Namensbedeutung, die wir Gott zurufen. Sag mal zu deinem Sitznachbar, geht jetzt, Gott sorgt vor. Genau, du musst das ein bisschen verinnerlichen, ich mache das gern. Du musst ein bisschen verinnerlichen, was für eine Bedeutung da dahinter steckt. Und jetzt kennen wir die Bedeutung, ich habe dir die Geschichte erzählt und jetzt wollen wir noch tiefer in die Bibel hineingehen. Wir wollen ins Neue Testament gehen, zu Jesus. Was hat Jesus gesagt zu diesem Thema? Als Gott, als Versorger. Und dazu möchte ich mit dir in die Bergpredigt hineingehen. Und ich weiss nicht, ob du die Bergpredigt schon gelesen hast. Gell? Das erstreckt sich über 3 Kapitel im Matthäus-Evangelium. Und Bergpredigt, wow, krass, da werden dir wirklich Wahrheiten und Wahrheiten
Wahrheiten um Wahrheiten um die Ohren geklebt, weil ja Jesus selber der ist, der erzählt hat. Und inhaltlich ist sie gleichzeitig so überwältigend und man weiss manchmal vielleicht gar nicht, hey, wie kann ich das jetzt wirklich anwenden in meinem Leben? Wie kann ich jetzt die Wahrheiten, die ich gehört habe, nehmen und umsetzen? Aber genau wegen dem liebe ich sie, weil sie so gut ist, weil sie voller Wahrheit ist und eben auch, weil sie echt manchmal überwältigend ist. Und ich werde dir vorlesen aus Matthäus 6, 30 bis 33. Dort steht, wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was soll ich anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Gute Challenge, der Bibelfers, oder? Was sagt jetzt aus? Zum Glück habe ich mich letzte Woche ein bisschen mit diesem Bibelfers auseinandergesetzt, dass ich jetzt so etwas darüber erzählen kann und dir ein bisschen Kontext geben kann oder dir ein bisschen sagen kann, hey, was will der Bibelfers eigentlich aussagen? Und du musst wissen, so die Bergpredigt, und das ist ja die Bergpredigt, was ich vorhin gesagt habe, das war so quasi die Eröffnungsrede von Jesus, von dem kommenden und innebrechenden Reich von Gott, der sich durch Jesus hat sollen manifestieren oder hat manifestiert in dieser Welt. Es ist seine Eröffnungsrede. Und er redet da zu einer riesigen Gruppe von Leuten und die meisten davon waren wahrscheinlich Juden und sogar sehr wahrscheinlich. Und die alle waren in dieser Erwartungshaltung, dass ein Messias kommt, der Retter kommt für ihr Volk, sie erlöst von ihren Sünden und sie befreit aus der Gefangenschaft. Und dann steht der Messias vor ihnen, predigt zu ihnen die Bergpredigt, unter anderem den Bibeltext, den wir jetzt gelesen haben. Und die meisten von ihnen checken es immer noch nicht, dass der Messias jetzt vor ihnen steht und sie verpassen es und haben ihn nicht anerkannt. Die kennen die Geschichte von Jesus, die erzähle ich jetzt hier nicht. Das ist das Thema für ein anderes Mal. Schauen wir nochmal zurück, was im Vers 31 steht. Dort steht drin, macht euch keine Sorgen und fragt nicht. Sag mal zu deinem Sitznachbar, macht dir keine Sorgen. Genau, wo du im Livestream, du kannst zu deiner Familie sagen oder wenn du alleine daheim bist, du kannst es laut aussprechen für dich. Ich habe das hier bewusst so raus, mach dir keine Sorgen, weil Jesus das eben auch so gemeint hat. Also, so wie das hier geschrieben ist, ist das in der Befehlsform. Jesus befiehlt seine Zuhörerschaft. Mach dir keine Sorgen und frag nicht. Es geht nicht darum, dass Jesus sagt, hey, versuch dir keine Sorgen zu machen. Oder so ein Tipp, hey, wenn du dir keine Sorgen machst im Fall, das Leben wäre ein bisschen angenehmer. Sondern Jesus sagt, hey, mach dir keine Sorgen und frag nicht. Und ich glaube, auch dann, wo Abraham den Auftrag von Gott bekommen hat, seinen Sohn zu opfern, hat er wahrscheinlich, oder vielleicht hat er es gefragt, aber von dem lesen wir nichts in der Bibel, dass Abraham Gott hinterfragt hat. Wir lesen von einem Abraham, wo Gott gehorsam war und nicht gefragt hat, warum muss ich das jetzt machen? Oder was ist dein Plan? So, vielleicht bist du auch in Prüfungszeiten, wo dich Gott herausfordert in deinem Leben manchmal. Und das ist nicht die deine Aufgabe, Gott zu hinterfragen, sondern deine Aufgabe ist es zu machen. Mach dir keine Sorgen und frag nicht. Und logisch auch an Abraham, für den ist es wahrscheinlich, oh, wie sich der muss gefühlt haben, sollte ich mir gar nicht vorstellen, seinen eigenen Sohn da drauf zu legen, das Messer zu erheben und seinem Sohn dabei in die Augen zu schauen. Hey, was für eine heftige Story. Aber wir lesen nicht, dass Abraham irgendwie hinterfragt hat, sondern wir lesen von einem Abraham, wo Gott gehorsam war. Und hier ist wichtig in dieser Bibelstelle, dass wir uns bewusst werden, hey, was will Jesus eigentlich sagen? Jesus meint auf der einen Seite die materialistischen Sachen in unserem Leben. Hey, sorg dich nicht um das, was du anlegen sollst, um das, was du essen oder trinken sollst. Er ist ja der, der alle versorgt und sogar die Blumen auf der Wiese so schön wachsen lässt. Und
Andererseits spricht Jesus eben hier auch die Gedankensorgen an und die Herzenssorgen, die wir manchmal in uns innen haben. Also es geht nicht nur um Materialismus in diesem Bibelvers, auch wie Jesus das ausspricht, aber Jesus spricht dort auch direkt in unser Herz, in dein Herz und in meine Gedanken. Und dass wir uns eben nicht so oder dass wir Gott nicht so hinterfragen, dass wir nicht so hinterfragen, warum, was jetzt. Und logisch sollen wir uns immer wieder selber hinterfragen. Wir sollen unsere Motivation prüfen, verstehst du? Wie sieht unser Herz aus? Steht es am richtigen Fleck, wenn ich jetzt das und das mache? Wenn ich heute Morgen hier stehe und zu euch rede, mache ich das für Jesus oder mache ich das, wo ich irgendwo da stehe? Immer wieder, logisch, so Sachen muss man immer wieder hinterfragen und prüfen oder auch Eindrücke, die wir von anderen Menschen bekommen. Mit dem, was die es nicht sagen, prüf nichts, sondern unbedingt prüf so Sachen. Aber das Wort von Gott, verstehst du, das ist das Einzige. Es ist ewig, es hat ewigen Bestand. Und da geht es nicht darum, also wenn Gott sagt, er ist unser Versorger, weil in der Bibel steht, der Abraham, der schon so vor so langer Zeit gelebt hat und er sagt, hey Gott, du bist mein Versorger, wo er ihn wirklich ja auch versorgt hat, hey, dann ist das so. Weißt, verstehst du? Die Bibel ist ewig. Die Bibel ist das, was wir uns können und dürfen daran orientieren. Und das möchte ich dir sagen, am heutigen Morgen. Und darum kann man eigentlich auch sagen, wer sich sorgt, der sündigt gegen Gott. Kleine provokative Aussage, gell? Wahrscheinlich haben sich die meisten von hier schon mal gesorgt in ihrem Leben. Ich im Fall auch. Und ich tue es immer und immer und immer wieder, weil wir Menschen sind. Und wir, glaube ich, auch Wesen sind, die immer wieder ja, Existenz vielleicht Sorgen haben. Oder es ist Sachen in unserem Leben, wo wir uns darum sorgen. Aber bevor ich weiter so provokative Aussagen sage, ich weiss, der eine oder andere wahrscheinlich von euch kutzelt das ein bisschen heute Morgen, die Aussagen, möchte ich dir erklären, was Gott eigentlich wirklich möchte sagen. Und zwar, Gott wünscht sich, dass wir in voller Abhängigkeit und Vertrauen auf ihn leben. Das sieht man schon in dem, dass wenn wir den Bibeltext lesen, den ich vorhin vorgelesen habe, steht ja drin, euer himmlischer Vater weiss, was ihr alles braucht. Also da drin zeigt sich die Zuneigung, die Nähe, die Barmherzigkeit, die Gutmütigkeit von Jesus, wo er für unser Leben parat hat. Wo er für dein Leben parat hat. Dort drin zeigt sich seine Liebe als himmlischer Vater. Wir dürfen eine Beziehung haben zum himmlischen Vater durch Jesus Christus. Wir dürfen auf ihn vertrauen. Und auch wichtig ist, dass Jesus hier nicht, überhaupt nicht irgendwie dazu auffordert, zur Faulheit und will sagen, hey, macht nichts mehr, ihr müsst gar nichts mehr machen, sondern vielmehr dazu auffordert, dazu, dass wir eben Gott sollen vertrauen. Und ich will dich fragen, denkst du ernsthaft, wo Abraham hier an diesem Brandopferaltar war, wo er seinen Sohn draufgelegt hat und den vorbereitet hat, Holzscheit für Holzscheit, und gewusst hat, was in Zukunft wird kommen oder was jetzt denn wird passieren. Denkst du ernsthaft, wo ihm Gott die Verheißung gegeben hat, du wirst einmal so viele Nachkommen haben, wie Sterne im Himmel, wie Sand am Meer, oder was für eine krasse Vision. Und Abraham hat sich so gedacht, wow, ey, ich werde ein krasser Typ sein. Und denkst du ernsthaft, wo er da bei diesem Altar war, wo er den vorbereitet hat, für seinen eigenen Sohn zu töten? Denkst du ernsthaft, er hat sich das vorgestellt so? Denkst du ernsthaft, er hat sich das ausgemalt, als ihm Gott die Vision geschenkt hat, dass er das einmal machen wird? Nein, sicher nicht. Aber er hat es gemacht, er war gehorsam, hat in dem Sinne gewandelt, wo er Gott vertraut hat, wo er gewusst hat, Gott ist mein Versorger. Er hat es nicht machen können, wenn er das nicht gewusst hat, verstehst du? Und darum redet Jesus von dem, dass wir dürfen wissen, dass der himmlische Vater uns sieht. Er hat den Abraham gesehen und er weiss, was wir brauchen. Jemand hat mal gesagt, hey, ein Kind Gottes zu sein, ist ein Privileg und als Kind von Gott soll und muss man sich nicht um weltliche Sachen kümmern. Oder du musst dich auch nicht um Sachen wie kümmern, wenn dich Gott in der Prüfungsphase reinsteckt und vielleicht dein Glaube manchmal auf die Probe gestellt wird. Und das haben wir manchmal alle, das habe ich auch schon erlebt. Und dann sind wir manchmal schnell am Hinterfragen, vielleicht manchmal schnell am Zweifeln. Hey Gott, ist das wirklich dein Plan?
Aber wir müssen uns nicht sorgen. Das spricht uns Jesus zu. Du musst dich nicht darum kümmern. Was passiert morgen? Was denken andere über mich? Ist mein Instagram-Profil, ist das genug gut? Sehe ich genug hübsch aus? Muss ich noch ein bisschen mehr Sachen aufpushen? Noch ein bisschen Bilder besser bearbeiten? Oder ist meine Wohnung, mein Haus genug gross, für in meinem Umfeld mich zu profilieren? Oder brauche ich ein neues Auto? Brauche ich irgendetwas Neues, dass ich mich so beweisen kann, wie ich mir gerne wünsche, dass ich da stehe. Auch in einem Lifestyle, in wo du meinst, dass du alles im Griff hast, wo du meinst, dass alles so gut läuft in deinem Leben, wo alles läuft rund und super. Logisch, Gott schenkt es auch. Und das ist ein mega Segen, aber auch in dem Sinne können wir uns verlieren und uns zu fest auf das verlassen, was wir tun, anstatt auf das, dass Gott unser Versorger ist. Kommst du mit? Weißt du, was ich meine? Oder die Frage, hey, wird mich Gott heilen? In Krankheit innen? Ja, Gott, ich glaube, Gott ist ein Heiler. Er ist noch immer der gleiche. Er ist ein Versorger. Und ich weiss, das ist alles so viel einfacher gesagt als gemacht. Und ich behaupte auch nicht von mir, dass ich perfekt bin oder dass ich das wunderbar mache. Aber ich denke, in dieser Zeit drinnen, wo wir drinnen stehen, in dieser ganzen Weltgeschichte, was alles passiert, sind wir als Christen noch einmal so viel mehr dazu rausgerufen und dazu berufen, hoffnungsvoll zu leben, den Unterschied zu machen, indem wir sagen und bewusst sind, dass Gott eben unser Versorger ist. Eben auch im Thema Krankheit. Ja, Gottes Name ist immer noch der gleiche. Er ist immer noch Heiler, unser Arzt, unser Versorger, unser Retter, unser Erlöser, unser Erbarmer, unser König, Herrscher von allen Herrscharen. Das ist unsere Zuversicht, oder nicht? Das ist unsere Zuversicht, was Jesus für einen Namen trägt und was Jesus da hat, auch wenn wir es vielleicht im Moment noch nicht sehen. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, es ist ein bisschen provokativ, wenn ich so irgendetwas auszusagen. Und ich habe vielleicht gar nicht so eine Krankheit, aber ich habe auch Krankheit in meinem Leben erlebt. Und ich durfte erleben, was es heisst, wenn Gott kommt und einem freisetzt. Und manchmal sind die Zeiten brutal und manchmal sind die Zeiten herausfordernd. Aber ich glaube, Jesus ist immer noch der gleiche. Gestern, heute, in alle Ewigkeit. Und Jesus sagt weiter in diesem Bibelvers, wir sollen uns zuerst ausrichten nach dem Reich von Gott, nach seiner Gerechtigkeit. In einer anderen Übersetzung drin steht, hey, tracht zuerst nach dem Reich von Gott. Also es heisst, sehn dich danach, streb danach, dass das Königreich von Gott kann Platz nehmen hier auf dieser Welt, dass du dich kannst reingeben in die Königsherrschaft, wo Gott will die Welt regieren. Verstehst du? Er will die Welt in Einfluss nehmen. Aber der dir oder mir, er hat uns geschaffen, wo er uns dazu brauchen will. Und er weiter sagt er, dass wir seine Gerechtigkeit zuerst suchen sollen. Und das hat mich so verräumt, als ich die Message vorbereitet habe, was für das Wort Gerechtigkeit steht. Gottes Gerechtigkeit in diesem Kontext heisst, sein heilsames Wirken zugunsten von seinem Volk. Musst du das mal wirken auf dich? Also es geht nicht darum, dass Gott darüber entscheidet, jetzt in dem Moment, was richtig oder falsch ist, und dass er wird kommen, das Gericht halten. Logisch, das wird er irgendein. Aber in dem Sinne, wo Jesus sagt, hey, wenn ihr euch zuerst danach strebt und ausstreckt nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch heilsames Wirken zutan werden. Du bist ja sein Volk. Wir sind sein Volk. Wir sind hineingeboren worden, wenn wir Jesus als Retter in unserem Leben angenommen haben. Gott hat der Abraham auch versorgt durch sein heilsames Wirken. Er hat ihn gesehen. Und Abraham hat ihm dann gesagt, hey Gott, du sorgst vor. Und Gott hat ihm heilsames Wirken geschenkt, dass er seinen Sohn nicht opfern musste. Dass er nicht zu dem Schluss kommen musste, was so brutal scheint in dieser Geschichte, wenn wir sie lesen. Und weisst, Gott wird auch dich versorgen, in deiner Geschichte, wo du drin bist, gell? In deiner Prüfungsphase, wo dich Gott vielleicht manchmal herausfordert. In deinen Sorgen, was sich so viel dreht um, was läuft in dieser Welt drin. Was passiert morgen? Wie entwickelt sich der Krieg? Wird das Benzin immer noch teurer und die Lebenshaltungskosten steigen immer noch? Dann kann ich nächstes Jahr vielleicht nicht mehr in die Ferien. Und ja, ich habe mir im Fall die Gedanken auch schon gemacht. Ich habe einen Bruder, der in Amerika lebt. Und ich habe mir überlegt, hey, ja krass, wenn alles teurer wird, kann ich vielleicht nicht mehr sparen, für das ich mir einen Flug
Druck leisten kann auf Amerika. Aber Jesus sagt, hey, nein, sorg dich nicht um das. Du sollst dir keine Sorgen machen, sondern du sollst dich nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit ausrichten. Und der wird dir heilsames Wirken in deinem Leben schenken. Ich glaube, das ist das, was er meint, wenn er sagt, hey, nach dem wird euch alles andere zufallen. Es ist eben Gottes heilsames Wirken, das dir wird zufallen. Verstehst du? Seine Versorgung, Gott als Versorger. Jahwe Jire. Gott sorgt vor. Und ich möchte dich ermutigen, heute jetzt vielleicht aufzustehen, nicht nur vielleicht Stang auf, und deine Sorgen, deine Gedanken, die du hast, deine Ängste vielleicht auch, oder eben vielleicht auch die Zeit, in der du drin bist, wo du merkst, hey, Gott fordert mich raus in einem gewissen Thema. Und zum Glück macht er das im Fall. Dann kannst du wieder wachsen, kannst du wieder vorwärts gehen und plötzlich wissen, ja, Gott ist wirklich mein Versorger. Und ich wünsche mir, dass du wirklich heute Sachen kannst sinnbildlich nehmen. Du musst nicht vorkommen, du kannst das näher an deinem Platz machen. Es ist ganz low level, einfach für jeden, der hier drin ist. Dass du die Sachen nimmst, sinnbildlich, vielleicht so ein Shit nimmst, wo deine Sorge widerspiegelt und auf den Altar legst und sagst, hey Gott, ich lege es dir her. Und weisst schon, wenn dir Gott eine Vision für dein Leben gegeben hat, so wie Gott Abraham den Isaac gegeben hat, dass du bereit bist, die Vision zu opfern und sagst, hey Gott, ich nehme dich an und ich vertraue, dass du wirst versorgen. Ich glaube, Gott ist gut. Und ich glaube, Gott möchte dir das zeigen. In deinem Leben. In deiner Geschichte. Und das ist für jeden unterschiedlich. Und ja, ich bin erst 25, werde im Sommer 26. Aber ich kann von Herzen sagen, wirklich von Herzen, Gott ist gut. Und zwar immer. Und weisst, ich trage nicht die gleiche Geschichte wie du, gell? Du bist vielleicht auch schon älter, vielleicht 60, vielleicht 40. Und du hast schon viel mehr erlebt als ich in deinem Leben. Und du denkst vielleicht, ja, was will ich dir jetzt schon sagen? Aber ich habe so viel in meinem Leben, jungen Leben, schon erleben. Schöne Sachen, weniger schöne Sachen, schlimme Sachen. Und ich kann sagen, Gott ist gut. Und zwar immer. Und Gott wird dich und mich versorgen. Und das wünsche ich mir, dass du das kannst aussprechen. Ich möchte jetzt mit dir zum Abschluss zusammen beten. Und du kannst, ja, schließ deine Augen, du kannst wirklich jetzt vor Gott kommen, Gott deine Sachen herlegen, die dich beschäftigen in deinem Leben und Gott bitten, dass er sich dir offenbart als dein Versorger. Ja, Vater, ich muss danken dir darum, dass du ein Gott bist, der wirklich jeden von hier innen sieht, Herr. Du siehst uns, du siehst jeden, der da ist. Und ich danke dir, dass deine Pläne irgendwie immer wirklich Sinn machen. Wir können uns manchmal so nicht vorstellen, wenn wir in herausfordernden Zeiten sind und du uns manchmal vielleicht sogar auf die Probe stellst und uns rufst, um Sachen zu machen, wo wir herausgefordert werden, der Glaube geprüft wird. Aber ich bitte dich darum, Jesus, dass du dir jedem hier neu offenbarst und dir zeigst, dass du ein Versorger bist. Ich lese dir noch ein Gebet vor. Herr, mache mich frei von aller Ängstlichkeit. Möge ich so begierig nach himmlischen Dingen sein, dass ich meine irdischen Sorgen ganz dir überlasse. Amen.